Programmieren, Digitalisierung passt nicht. Es passt sehr gut. Wir haben überhaupt keinen Rückgang der Buchungen. Im Gegenteil, wir haben keine No-Shows und wir haben vor allem absolut überhaupt keine Fehler beim Reservierungsprozess. An diesem Beispiel wollten wir einfach mal zeigen, um nicht alles, was wir so digital machen, sondern an einem Beispiel, wir gehen digital und wir testen. Wenn wir merken, wir gehen zu weit, dann gehen wir ein Stück zurück. Aber in diesem Fall mussten wir nicht zurückgehen. Dieses System ist so, wenn Sie heute buchen wollen, bitte regen Sie sich nicht auf. Die Maschine arbeitet richtig. Ab Mitte Oktober sind wieder Plätze frei. Das war's. Wow, lieber Thomas, das war mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Warum? Nein, warum? Warum? Erstens mal, in einer, also wie kommt man drauf, im Standardrestaurant sowas zu machen? Ehrlich gesagt, du hast am Anfang gesagt, du hättest dies nicht, oder es wär, hättest gedacht, es läuft nicht richtig. Hätte ich auch getippt, ganz ehrlich gesagt. Weil ich durfte ja auch schon dort sein, da gab es das System aber vielleicht noch nicht. Seit wann gibt es das jetzt? Wie lange ist das? Seit 2019 haben wir es eingeführt und dann kam natürlich die Pandemie, aber seither fahren wir das. Wow, also wirklich sehr beeindruckend. Ich muss nur eins sagen, es wäre schön gewesen, aber da merkt man, man muss manchmal auch die Wege allein gehen. Wir wollten nicht nur die Sternehäuser, sondern alle guten Gastronomen in Ulm und Neum, die sich eigentlich nichts Gutes dabei tun, denn No-Shows sind kein Kavaliersdelikt. Die wollten wir dazu bringen, das zu machen und wir haben es nicht geschafft, obwohl wir uns sehr viel Mühe gegeben haben. Wir sind den Weg alleine gegangen und ich kann Ihnen momentan nicht sagen, ob andere diesem Weg jetzt gefolgt sind, aber für uns war es der absolut richtige Weg. Also grandios, finde ich wirklich gut. Einzige, wo ich nicht gedacht hätte, weil ich selber wahrscheinlich nicht machen würde, vorher aussuchen, was ich essen muss. Ist zwar von der Nachhaltigkeit her natürlich wirklich einleuchtend, weil man bestellt ja nur das, was man dann auch konsumiert. Und es wird nichts weggeschmissen, also ist richtig ein tolles Argument. Also es ist so, das muss man sagen, es ist ja unverbindlich. Es ist ein Trend, quasi wie wenn die Wahl kommt und man weiß schon Stunden vorher, wer wird wahrscheinlich gewinnen. So wussten wir oder wissen wir, was wahrscheinlich kommt. Aber wir wissen es natürlich nicht im Detail, aber es hilft uns sehr. Also Riesenkompliment, das sieht man immer wieder hier, Mut, Motivation, mitmachen, dass man also auch mal neue Wege gehen kann. Vielen lieben Dank für den beeindruckenden Vortrag. Applaus